Wir sind heute etwas später, was damit zusammenhängt, dass das Corona-Kabinett getagt hat. Deswegen beginnen wir auch mit diesem Thema, kommen dann aber natürlich auch zum Thema Afghanistan, wozu mir aus dem Saal schon viele Fragen signalisiert worden sind. Aber zunächst hat Herr Seibert das Wort zum Thema Corona. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es war das erste Corona-Kabinett nach der Sommerpause, also Gelegenheit für die Bundeskanzlerin und die Minister, sich gemeinsam auf den neuesten Stand der Pandemie und der Maßnahmen zu bringen. Wir haben ja, das wissen Sie, einen starken Anstieg der Fallzahlen. Die Inzidenz heute im Bundesdurchschnitt bei über 56. Noch vor 10 Tagen, zur Erinnerung, waren es 36 und vor 2 Wochen waren es 23,1. Also ein Anstieg, sehr klar zu beobachten. Wir sehen wieder ein exponentielles Wachstum. Seit Anfang Juli liegt auch der R-Wert, also die Zahl, die misst, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, im Schnitt wieder deutlich über 1. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass die Zahlen auch weiterhin steigen werden. Es gibt übrigens große Unterschiede. Bei der Altersgruppe der über 60-Jährigen ist die Inzidenz nur etwas über 11, Bundesschnitt 56 über alle Altersgruppen. Da sieht man also auch den großen Erfolg der Impfungen. Etwa 90% der Corona-Intensivpatienten sind Ungeimpfte. Insgesamt gehen die Zahlen der hospitalisierten und der intensivpflichtigen Patienten wieder hoch, aber auf einem relativ niedrigen Niveau, und all unsere Anstrengungen sollten sich darauf richten, dass das auch so bleibt. Aber wie ich es gesagt habe, etwa 90% der Corona-Intensivpatienten sind ungeimpft. Also mehr und mehr handelt es sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Ab heute gilt überall die 3G-Regelung, so wie Bund und Länder sie vor einer Woche beschlossen haben. Wir werden beobachten, ob diese Testpflicht bei Veranstaltungen in Innenräumen dazu führen kann, dass sich die Infektionskurve wieder abflacht. In Frankreich zeigt der Pass Sanitaire, das ist noch mal etwas anderes, aber da zeigt er gewisse Erfolge. Die Bundesregierung ist sich jedenfalls einig, dass wir dem medizinischen Personal und dem Pflegepersonal nicht noch mal eine Belastung, wie sie sie im Winter des vergangenen Jahres 2021 durchmachen mussten, zumuten wollen. Im Mittelpunkt der Beratungen des Corona-Kabinetts war heute die anstehende Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Anpassung an die veränderte Lage. Das Bundesgesundheitsministerium wird dazu in Abstimmung mit den anderen Ressorts einen Vorschlag erarbeiten, den das Kabinett dann zügig beschließen will. Dazu muss ich noch sagen, dass das natürlich davon abhängt, auch ob der Bundestag die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weiter aufrecht erhält. So, also bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt dem Ergebnis der Arbeiten an einer solchen Änderung noch nicht vorgreifen kann, aber das war heute im Wesentlichen, worum es im Corona-Kabinett ging. Und ich kann auch aus diesem Anlass nur noch einmal den dringenden Appell wiederholen an alle, die es noch nicht getan haben, die noch zweifeln, die noch sagen, es hat sich für mich irgendwie noch nicht in meinen Alltag einpassen lassen. Lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und andere. Es ist mittlerweile so einfach, zu einer Impfung zu kommen, so bequem, wenn man auch will. Nehmen Sie diese Angebote wahr. Fragen zum Thema Corona wurden mir signalisiert von Herrn Blank unter anderem, der die erste hat. Was ich wahrscheinlich dann an Herrn Kautz richten würde, Sie haben das bestimmt schon x-mal getan, aber nachdem das nun auf Sie näher rückt, ist ja die Frage der Hospitalisierung. Wie wird da nochmal genau die Zahl berechnet? Könnten Sie das bitte nochmal kurz darstellen? Also da geht es um die Zahl der auf der Intensivstation liegenden pro 100. Zeileinheit pro Zahl der Einwohner, richtig? Pro 100.000, das ist letztendlich, ist das ähnlich, wird das wie die Ansteckungsinzidenz, wird das auch, oder Infektionsinzidenz, wird auch eine Inzidenz gebildet pro 100.000 Einwohner, und das weist das RKI im Dashboard auch inzwischen aus. Aber um mich kurz korrigierend einzugreifen, Herr Blank, vielleicht haben Sie sich auch nur versprochen, Hospitalisierung ist nicht gleichbedeutend mit Aufenthalt in der Intensivstation. Ja, klar. Also das sind nochmal zwei verschiedene Werte.
Vielleicht. Die Hospitalisierungsrate beispielsweise, als es wirklich schlimm war im vergangenen Winter, lag bei 12 bis, ich glaube, im Stand 10 bis 12, ja. 10 bis 12 und zum Teil noch höher Hospitalisierten pro 100.000 Einwohner pro 7 Tage. Im Moment sind wir bei einem Wert, auch der ist jetzt wieder gestiegen von, ich glaube, irgendwo zwischen 1 und 2. 1,3 ist so, genau. Das heißt, wir sind noch nicht da, Gott sei Dank. Und genau das ist ja, wie ich es versucht habe zu sagen, das Ziel all unserer Anstrengungen. Wir sollten nicht wieder in eine Belastungssituation kommen, wie sie die Krankenhäuser erlebt haben. Zusatzfrage, können Sie sagen, Herr Kautz, wo liegt denn aus Ihrer Sicht da der Grenzwert, über den man nicht drüber kommen könnte? Also wenn Herr Seibert sagte, zwischen 10 und 12 in der Hochphase, wo wäre denn aus Ihrer Sicht der Grenzwert? Jetzt haben Sie bestimmt auch schon gesagt, aber ich bin... Also das wäre definitiv zu spät, um einzugreifen, weil das war der Höhepunkt der letzten Welle, den Herr Seibert jetzt gerade beschrieben hat. Aber Sie müssen auch bedenken, dass das regional sehr unterschiedlich bewertet werden muss. Es ist ein Unterschied, ob Sie auf dem platten Land eine hohe Inzidenz oder eine hohe Hospitalisierungsinzidenz haben oder in einer Großstadt, wo eventuell noch aus dem Umland Leute in die Krankenhäuser kommen. Deswegen wird man das regional beurteilen können. Die nächste Frage hat Herr Haug. Genau, Uli Haug hier vom ARD Hauptstadtstudio Hörfunk. Mich würde auch noch mal interessieren, Stichwort 50er-Inzidenz, wo spielt die aktuell überhaupt noch eine Rolle und wo würde sie denn dann rausfallen, beziehungsweise wo würde man sie dann letztlich rausstreichen, aus welchem Gesetz? Sie steht im Infektionsschutzgesetz und ab einer Inzidenz ab 50 sind umfassende, so ist die Formulierung, umfassende Schutzmaßnahmen angezeigt. Haben Sie konkrete Beispiele, wo das aktuell noch erfolgt? Oder? Ja, das ist die gültige Gesetzeslage. Das ist gültige Gesetzeslage im Infektionsschutzgesetz. Herr Fried. Herr Seibert und Herr Kautz, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, hat sich denn das Corona-Kabinett jetzt darauf verständigt, dem Vorschlag des Bundesgesundheitsministers von heute Morgen zu folgen und die 50 im Infektionsschutzgesetz zu streichen? A. Und B. Wenn ja, wie ist da der Zeitplan? Der Minister hat ja den Eindruck erweckt, als ob das diesen Mittwoch noch in der Sondersitzung geschehen könnte. Ist das so? Also man ist sich einig, dass das Gesundheitsministerium auf der Basis natürlich auch der Vorschläge, die es gemacht hat, aber auch in Absprache mit den anderen Ressorts jetzt zügig einen Vorschlag erarbeiten soll und dass das Kabinett den dann auch zügig beschließt. Und der Minister hat gesagt, dass das aus seiner Sicht zügig passieren kann, noch vor der Wahl, und dass man dem Bundestag dazu einen Vorschlag unterbreiten wird. Kurze Nachfrage, das verstehe ich jetzt aber so, dass das nicht diesen Mittwoch im Bundestag sein wird. Einen genaueren Zeitpunkt haben wir jetzt noch nicht genannt, aber Sie wissen, dass der Bundestag am Mittwoch zusammenkommt und dass es da noch eine zweite, dritte Lesung geben wird. Das heißt, wie das bei anderen Gesetzesverfahren üblich ist, könnte man konjunktiv auch in dieses Gesetzgebungsverfahren noch einen Vorschlag einbringen, eine Formulierungshilfe, wie das in dem Fall ist. Herr Jung. Eine Lernfrage, eine Verständnisfrage. Also wurde das Corona-Kabinett beraten von Fachleuten, zum Beispiel von Herrn Wieler oder VirologInnen, und sie sagten, die Bundesregierung will das Pflegepersonal nicht nochmal einer Belastung wie im Winter zumuten. Warum wollten Sie das denn im Winter? Also, seien Sie mir nicht böse, aber das ist doch haarspalterisch. Natürlich wollten wir es zu keinem Zeitpunkt. Es war immer das Ziel der Corona-Politik der Bundesregierung, den medizinischen Bereich, die Krankenhäuser und die in ihnen Beschäftigten vor jeder Form von Überlastung zu bewahren. Das war immer unser Ziel. Aber wir müssen natürlich realistisch sehen, dass es im Winter dieses Jahres zum Teil Auslastungen der Intensivstationen gab,
Hospitalisierungsquoten, die eine extreme Belastung bedeutet haben. Und wir haben ja viele Stimmen aus dem Pflege- und aus dem medizinischen Bereich, aus dem Bereich der Intensivmediziner gehört, die über diese extreme Belastung berichtet haben. Und jetzt ist es unser Ziel, unter den neuen Bedingungen mit einem glücklicherweise vorhandenen Impfstoffen, mit einer ziemlich fortgeschrittenen Impfkampagne, obwohl wir da noch sehr viel mehr schaffen wollen, unter den neuen Bedingungen wieder angesichts einer dynamisch anlaufenden vierten Welle der Pandemie zu verhindern, dass es zu Überlastungen im medizinischen Bereich kommt. Nachfrage? Ich hatte gefragt, ob Sie beraten wurden von Herrn Wieler oder einer Urologin. Bei der heutigen Sitzung, also die Bundesregierung steht ja in ständigem Austausch mit Wissenschaftlern und Experten aus den verschiedensten Disziplinen. Bei der heutigen Sitzung des Corona-Kabinetts waren wie immer anwesend die Bundeskanzlerin und die zuständigen Minister und Ministerinnen. Herr Rinke. Ja, eine Frage an Herrn Kautz, auch nochmal zu der Hospitalisierung. Sie haben ja eben auf die regionalen Unterschiede verwiesen. Deswegen, um das zu verstehen, hätte ich ganz gerne gewusst, ob denn dann im Gesetz eine Zahl steht, wie wir das bei den Infektionsinzidenzen hatten mit 50, oder ob man darauf ganz verzichtet, weil man sagt, ländliche und städtische Bereiche müssen komplett anders bewertet werden. Also wird da eine Zahl stehen am Schluss oder zwei Zahlen möglicherweise für unterschiedliche Regionen in Deutschland? Haben Sie bitte Verständnis dafür, Herr Rinke, aber dieser Formulierungsvorschlag ist noch nicht fertig, der liegt noch nicht vor, deswegen kann ich das an dieser Stelle nicht kommentieren. Okay, darf ich nochmal nachfragen? Ihr Minister hat ja auch davon gesprochen, dass man im Oktober bei Inzidenzen von 800 landen könnte. Angesichts der jetzigen Entwicklung ist das genau auf diesem Pfad, den Herr Spahn auch befürchtet hat, oder rechnet man nicht mehr mit so hohen Zahlen? Der Minister hat wiederholt betont, dass das Ziel ist, genau das, was Sie gerade beschrieben haben, zu verhindern durch die bekannten, Ihnen bekannten Maßnahmen, AH+L-Regeln, die 3G-Regel, die ab heute greift, und vor allen Dingen ein verstärktes Impfen, sodass man mit einer hohen Impfquote es schaffen kann, dass die Inzidenzen, sowohl die Infektionsinzidenz als auch dann die Hospitalisierungsinzidenz, entsprechend niedrig liegt. An der Stelle vielleicht noch mal zwei Fragen von Kollegen, die Online-Fragen eingereicht haben. Zum einen von Tilman Steffen, Zeit Online. Er fragt, ist für die Feststellung des Hospitalisierungswertes pro 100.000 Einwohner entscheidend, wo der Patient wohnt oder wo er in der Klinik liegt? Und Christoph Ziedler von der Stuttgarter Zeitung, der erste Teil der Frage, Herr Ziedler, glaube ich, ist beantwortet worden zum konkreten Wert. Er fragt aber auch, ob künftig nur einer der beiden Indikatoren, also ich sage jetzt mal in meinen Worten, die normale Inzidenz oder die Hospitalisierungsinzidenz, für das Auslösen von Schutzmaßnahmen ausschlaggebend sein wird. Also die erste Frage kann ich mit Nein beantworten. Wo jemand wohnt, ist dann nicht ausschlaggebend. Und das Zweite, das lässt sich eigentlich ablesen aus dem O-Ton, den heute Herr Spahn dem MoMA gegeben hat. Da hat er gesagt, die 50er-Inzidenz im Gesetz hat ausgedient. Die galt für eine ungeimpfte Bevölkerung. Wir haben jetzt viele Menschen, die sich haben impfen lassen. Und deswegen ist mein Vorschlag, diese 50er-Inzidenz aus dem Gesetz zügig zu streichen. Das passt nicht mehr. Dann machen wir hier im Saal noch eine Frage von Herrn Jessen. Ja, ist richtig. Herr Seibert, wie erklärt sich das Corona-Kabinett die doch immer noch relativ hohe Zahl von nicht geimpften Menschen in Deutschland, wenn es dafür eine zusammenfassende Erklärung gibt? Und Frage an Herrn Kautz, da Sie vorhin vom Höhepunkt der letzten Welle sprachen. In welcher Welle befinden wir uns nach Auffassung Ihres Hauses derzeit? Teilen Sie die Auffassung von Professor Wieler aus dem Juli, dass wir uns bereits in der vierten Welle befinden? Ich denke, genau das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, die eine zusammenfassende Erklärung gibt es nicht. Es gibt sicherlich unter denjenigen, die bisher noch nicht geimpft wurden, sich noch nicht haben impfen lassen, Menschen, die aus welchen Überlegungen auch immer grundsätzlich eine Impfung ablehnen. Es gibt Menschen, die Fehlinformationen über Impfungen aufsitzen. Es gibt Menschen, die sagen,
es hat irgendwie noch nicht gepasst. Es war mir zu umständlich. Gerade bei denen werben wir ja dafür, jetzt wirklich die neue Situation zu nutzen, wo es nicht mehr umständlich ist, wo es ganz einfach ist. Und es gibt so unglaublich viele großartige mobile Impfaktionen in allen Bundesländern, im Nachtleben, in Einkaufszonen. Es gibt so viele tolle Sachen vor Fußball-Bundesliga-Spielen, vor dem Stadion, dass man wirklich sagen kann, dieser Gruppe, es ist jetzt nicht mehr umständlich, es ist nicht mehr kompliziert. Sie können sich ganz leicht impfen lassen und Sie sollten es tun, weil ganz klar ist, und dazu hat sich ja auch der Minister heute geäußert, wir haben es mit einem hoch ansteckenden Virus zu tun. Diese Variante viel ansteckender noch als vorherige Varianten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn man sich nicht impfen lässt, dass man über früher oder später sich damit ansteckt. Und das ist niemandem zu wünschen, auch wenn viele, viele Verläufe milde sind. Es gibt viele Verläufe, die sind das nicht. Und über Long-Covid wissen wir noch nicht genug, aber wir wissen, dass es ein sehr ernstes Problem für Menschen sein kann. Dass die Infektionszahlen wieder angestiegen sind, haben wir nie bezweifelt. Der Minister hat selber auch den Begriff vierte Welle in den Mund genommen. Ich weiß nicht, worauf Sie bei diesem ständigen Nachfragen hinaus wollen. Vielleicht haben Sie ja schon mal, hoffe ich, für Sie am Strand gelegen. Da werden Sie beobachtet haben, dass es unterschiedlich hohe Wellen gibt. Unser Anliegen ist es jedenfalls, die vierte Welle so weit wie möglich abzuflachen. Jetzt habe ich auf der Liste beim Thema Corona noch Herrn Blank und Herrn Rinke. Und wenn sich jetzt nicht sofort jemand meldet, würde ich dann auch gern zum Thema Afghanistan kommen, weil wir dazu viele Fragen haben. Und an der Stelle, weil es schon zweimal heute wieder anders vorkommt, nochmal die Erinnerung, einfach auch aus Gründen der Fairness, dass alle Kollegen fragen können, sich auf eine Frage zu beschränken, sich gegebenenfalls wieder auf die Liste setzen zu lassen. Herr Rinke. Ja, Herr Seibert, ich hätte ganz gerne gewusst, ob mit dieser Umstellung der Systematik jetzt klar ist, dass es keinen Lockdown mehr für Geimpfte geben wird. Na, ich denke, man kann den Geimpften sagen, dass sich für sie, auch wenn jetzt die Zahlen weiter ansteigen, nichts ändern wird. Und das gilt auch für die Genesenen. Sie müssen jetzt nicht mit neuen Einschränkungen rechnen. Also wird es keinen weiteren Lockdown geben? Das ist das, was ich dazu sagen kann. Wir alle können nicht vorhersehen, ob auch noch eine Variante auftaucht, bei der die bisherigen Impfstoffe leider nicht wirksam sind. Das wollen wir vermeiden, auch indem wir möglichst die Infektionszahlen wieder herunterbringen. Denn das mindert ja die Möglichkeit des Virus zu mutieren. Aber unter den Bedingungen Delta kann man sagen, Geimpfte müssen sich nicht auf neue Einschränkungen einstellen. Herr Blank. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das eine Frage ans Verkehrsministerium ist. Ich stelle sie jetzt erstmal so, bevor das große Stühlenrücken beginnt. Warum gilt bei der Bahn nicht die 3G-Regel in Innenräumen? Da sitzt man ja gerade in diesen Zeiten sehr eng beieinander. Er kann es beantworten. Doch, ein Stühlerücken. Doch, ein Stühlerücken. Bleiben Sie sitzen, ist ja gleich Afghanistan. Ist das die letzte? Danke. Ist die, ja. Ich glaube auch, dass es so sinnvoll ist. Also es ist eben so, dass wir für den öffentlichen Personennahverkehr als auch für den Fernverkehr bereits im April letzten Jahres ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet haben. Dieses Hygienekonzept gilt weiterhin. Das hat sich als überaus wirksam erwiesen. Das Ganze ist mit Studien abgesichert. Ich verweise hier gerne auch nochmal auf die Studie der Charité. Die Ergebnisse finden Sie dort online. Die stellen wir Ihnen gerne auch nochmal als Link zur Verfügung. Ist das denn auch die Meinung des Gesundheitsministeriums oder der Kanzlerin, dass auf so einem engen Raum keine 3G-Regeln gelten sollten? Jetzt müssen wir nochmal den Stuhl rücken. Ja. Ich kann jetzt den Erklärungen des Versprechers des Verkehrsministeriums hier nichts hinzufügen. Herr Kautz auch nicht.
Herr Kautz auch nicht. Müssen wir nicht rücken. Dann verzichten wir auf Stühlerücken. Dann habe ich keine weiteren Fragen zum Thema Corona. Dann würde ich wechseln zum Komplex Afghanistan und vielleicht kann der Verkehr mit Verteidigung wechseln. Und ich starte jetzt einfach mal mit Fragen, die uns online erreicht haben. Igor Steinle von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft fragt, der Fokus meldet unter Berufung auf das Einsatzführungskommando, dass die beiden Hubschrauber in Kabul noch nicht eingesetzt werden, nun doch nicht eingesetzt werden. Stimmt das? Und wenn ja, was sind die Gründe? Ich habe hier berichtet, dass es bei der Verbringung der Hubschrauber nach Afghanistan geht, dem Kommandeur vor Ort mehr Einsatzoptionen bereitzustellen. Er hat auch ausdrücklich danach gefragt. Und diese Einsatzoptionen stehen ihm jetzt zur Verfügung. Ob und wie die eingesetzt wird, kann ich hier aus operativen Gründen jetzt nichts sagen. Aber wie gesagt, der Zweck ist erreicht. Sie stehen vor Ort zur Verfügung. Dann, ich nehme gleich noch mal eine zweite Frage online gestellt von Andreas Eckert, NBC News. Könnte das Verteidigungsministerium mehr Informationen zu dem Schusswechsel am Kabuler Flughafen geben? Und Berichte bestätigen, dass das KSK in einem Sondereinsatz deutsche Staatsbürger aus der Stadt Kabul evakuiert hat. Vielleicht zu dem Vorfall heute Morgen. Mehr als das, was wir bereits über Twitter, also hier das Einsatzführungskommando, berichtet haben, habe ich auch nicht anzubieten. In den frühen Morgenstunden, die Meldung ist um 4.13 Uhr eingegangen, gab es einen Schusswechsel am Nordtor. Dort waren auch deutsche SoldatInnen eingesetzt zur Sicherung, neben den verantwortlichen Amerikanern. Nachdem die Untersuchung vor Ort stattgefunden hat, blieb leider zu beklagen, dass ein afghanischer Mensch gestorben ist, der sich dort in der Sicherung befunden hat. Drei Verletzte wurden verzeichnet. Auf US-amerikanischer und auf deutscher Seite gab es keine Verletzten. Und der Vorfall ist insofern beendet. Dann machen wir im Saal weiter. Herr Haug. Herr Kollatz, können Sie die Rettungsaktion des KSK dieser Münchner Familie bestätigen und da noch mal ein paar Details zu sagen? Die sollen sich ja außerhalb des Flughafens ohne die Hubschrauber quasi fortbewegt haben. In welchem Umfeld war das? Wie weit waren die draußen? Wie viele Soldatinnen oder Soldaten waren da im Einsatz? Dass diese Familie gerettet wurde, machen die Bilder deutlich, die wir alle gesehen haben. Zu Einsätzen des KSK und auch zu laufenden Evakuierungsoperationen, auch zu Formalitäten oder Vorgehensweisen werde ich jetzt hier nichts berichten, weil das automatisch Auswirkungen auf die Operation vor Ort hätte. Ich würde mich jetzt mal bemühen, ein bisschen das Thema zu strukturieren, weil ich auch bei den Online-Fragen merke, es sind sehr viele Aspekte, die damit zusammenhängen. Zu dem, was Herr Haug gerade gefragt hat, Einsatz KSK, weitere Fragen sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank einfach mit der nächsten Frage dran. Wahrscheinlich an Herrn Seibert auch, vielleicht auch an Herrn Burger. Die Taliban haben angekündigt, dass sie eine Verlängerung des Evakuierungseinsatzes der Amerikaner nicht zustimmen würden. Wie beurteilen Sie das und würde damit dann auch Ende des Monats der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr enden? Ich habe noch kein Mikrofon. Ah, sorry. Jetzt. Ja, ich kann dazu zunächst mal sagen, dass solange die Lage vor Ort es erlaubt, wir die Luftbrücke aktiv halten und Menschen vom Flughafen Kabul evakuieren wollen. Daran arbeiten wir pausenlos in Berlin, in Taschkent. Und insbesondere natürlich auch das Kernteam der Botschaft und die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr am Flughafen in Kabul. Der Außenminister hat schon letzten Mittwoch darauf hingewiesen, wir müssen davon ausgehen, dass es für diese Evakuierungsaktion, für diese Luftbrücke ein begrenztes Zeitfenster gibt. Wir stehen im Austausch mit unseren internationalen Partnern und bemühen uns, im Gespräch auch mit denen, die vor Ort die Kontrolle ausüben, dass dieses Zeitfenster so lang wie möglich ist, weil wir so viele Menschen wie möglich über diese Möglichkeit evakuieren wollen. Wir denken aber auch jetzt schon über diesen Zeitraum hinaus und bemühen uns parallel schon um Lösungen auch für die Zeit, nachdem sich dieses Zeitfenster geschlossen hat.
Vielleicht darf ich ergänzen, dass Sie wissen es wahrscheinlich meistens schon, dass es ja morgen eine Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs zum Thema Afghanistan geben wird. Und das ist natürlich eine Initiative von Premierminister Johnson, die wir ausdrücklich begrüßen. Das bietet eben die Gelegenheit, im G7-Rahmen zu koordinieren und sich abzustimmen. Nicht nur die konkreten Evakuierungsmaßnahmen, humanitäre Fragen, Flüchtlingsfragen, sondern natürlich auch eine Abstimmung und vielleicht eine gemeinsame Linie über die Herangehensweise, die man an die Taliban oder die künftige afghanische Regierung haben wird. Das sind sicherlich alles auch Themen, die morgen eine Rolle spielen. Eine Nachfrage bitte an Herrn Burger. Haben Sie aus den Gesprächen des Auswärtigen Amts, die ja in Doha mit den Taliban laufen, selbst solche Informationen, dass die Taliban nach Ende des Monats die Evakuierungsaktionen für beendet erklären? Ich kann hier von dieser Stelle im Moment keine konkrete Zeitlinie feststellen. Nein, deswegen ging ja um die Informationen. Sprechen Sie mit den Taliban in Doha über genau dieses Problem? Ich nehme mal an. Darüber haben wir in der Vergangenheit schon berichtet. Ja, wir sprechen auch mit den Taliban darüber, dass wir für so viele Menschen wie möglich es möglich machen wollen, ihnen die Ausreise zu ermöglichen. Genauer ins Detail kann ich da leider nicht gehen. Herr Rinke dazu? Ja, bei Herrn Seibert hätte ich ganz gerne nochmal nachgefragt zu dem G7-Treffen morgen. Was ist denn das Ziel der Bundesregierung? Also es gibt zum einen die Verhandlungen mit der Taliban, aber es gibt auch die Gespräche der westlichen Partner mit den USA, dass sie über den 31.8. hinaus dort bleiben. Ist das der ausdrückliche Wunsch, mit dem auch die Kanzlerin in die Gespräche zum Beispiel mit Herrn Biden geht? Die Bundeskanzlerin hat ja schon einmal nach dem, ich sage jetzt mal, Fall von Kabul mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert. Das Ziel dieses G7-Treffens ist Abstimmung, Konsultierung und Koordinierung des Problems, vor dem wir alle stehen. Wie können wir unsere eigenen Landsleute, wie auch diejenigen, die uns geholfen haben in den Jahren des Einsatzes in Afghanistan, möglichst zahlreich von dort ausfliegen. Das ist ein Problem, vor dem alle dort Teilnehmenden stehen. Darüber wollen wir konsultieren. Wir wollen uns abstimmen, wie wir zu Flüchtlingsfragen stehen und, wie ich es gesagt habe, auch darüber, wie wir in Zukunft, wie die Herangehensweise gegenüber den Taliban ist, was die Forderungen an sie sein müssen. Und darüber hinaus möchte ich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Zielen bereits den Gesprächen etwas vorwegnehmen. Es wird sicherlich morgen eine Form der Kommunikation danach geben. Kurze Nachfrage. Es gibt ja Einschätzungen, dass es sich eigentlich um ein G6 plus 1 handelt, dass nämlich die sechs westlichen Staaten ohne die USA versuchen, die US-Regierung zu drängen, dort länger da zu sein. Ist das Ihrer Meinung nach auch die oder Einschätzung nach die Diskussionsaufstellung, die es morgen geben wird? Also 6G. Es ist ein G7-Treffen und weitere Zahlenspiele möchte ich jetzt hier nicht betreiben. Die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und den amerikanischen Soldaten und Soldatinnen auf dem Flughafen Kabul, auf dem militärischen Teil, so schwierig die Lage ist, so extrem die Lage gelegentlich ist, ist natürlich auch entscheidend wichtig dafür, dass wir und andere und die Amerikaner es schaffen, unser Ziel umzusetzen, nämlich möglichst viele Menschen auszufliegen. Habe ich das jetzt richtig gesehen, Herr Lücking, eine Frage auch zu genau diesem Aspekt, dann bitte. Ja, Daniel Lücking, ND der Tag. In der letzten Woche hat die Ministerin deutlich gemacht, der Einsatz kann nur so lange gehen, wie die Amerikaner die Flughafensicherung übernehmen, voraussichtlich 31.8. Jetzt ist das Mandat auf 30.9. geplant. Ich sehe, dass Sie noch versuchen zu erreichen, die Amerikaner länger im Land zu halten, aber ist es geplant, die Dauer des Mandates noch mal eindeutig an die Dauer des US-amerikanischen Einsatzes zu koppeln? Und was will man erreichen, wenn die Amerikaner das Land verlassen haben? Was kann dieses Einsatzmandat dann noch an Optionen gerade eröffnen? Ja, zum Einsatzmandat möchte ich hier nur so viel sagen, dass es uns die Möglichkeiten bietet, unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen das zu tun, was täglich vor Ort gemacht wird. Ich sehe im Moment aus Seiten der Bundeswehr keine Notwendigkeit, das Mandat anzupassen. Das ist ja auch jetzt abhängig von den Verhandlungen und den Ergebnissen. Das wäre, glaube ich, nicht notwendig, hier eine Mandatsänderung noch zu erwirken.
Dann schließe ich noch mal an mit einer Frage zum Mandat, die vor Igor Steinle kommt, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Er schreibt, im Mandat für den Bundeswehreinsatz wird als Rechtsgrundlage die, in Anführungsstrichen, also er zitiert, fortgeltende Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan genannt. Diese Regierung gäbe es jetzt aber nicht mehr. Könnten Sie diese Rechtsgrundlage bitte erörtern? Da verweise ich auf meine Ausführungen von vergangenen Mittwoch. Da hat mir Herr Jung genau dieselbe Frage gestellt. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Fried. Ich hätte auch eine Frage zum Mandat, Herr Kollitz. Und zwar heißt es ja, dass der Einsatz militärischer Gewalt zulässig ist zur Durchsetzung des Auftrags, insbesondere auch zum Schutz der zu Evakuierenden. Erstreckt sich das eigentlich nur auf den Bereich des Flughafens oder auf das ganze Einsatzgebiet Afghanistan? Also wenn man eine Familie jetzt auch, wie auch immer, mit dem Hubschrauber oder mit der KSK oder sonst wem zum Flughafen holt, dann kann man sie auch außerhalb des Flughafens mit militärischer Gewalt schützen. Ist das richtig? Das Mandat erstreckt sich auf das Gebiet, das erforderlich ist, um die Schutzbefohlenen aus dem Bereich zu sichern und wegzubringen. Insofern besteht da keine Lücke. Ein Zusatz noch bitte. Ich würde in Verbindung mit dem Mandat noch mal gern kurz auf die Hubschrauber kommen, dass die Hubschrauber jetzt da sind, aber noch nicht eingesetzt sind, liegt aber nicht daran, dass Ihr Einsatz nicht vom Mandat in irgendeiner Weise gedeckt wäre oder das unklar wäre. Das ist richtig. Das Mandat hat keinerlei Einfluss auf den Einsatz der Hubschrauber. Dann geht es im Saal weiter bei Herrn Jung. Zwei Lernfragen. Bleibt es dabei, Herr Seibert, dass Menschen, die keinen direkten Vertrag mit der Bundeswehr oder anderen deutschen Institutionen hatten und haben, nicht evakuiert werden wollen, werden sollen, Entschuldigung. Und warum trägt die Bundesregierung für diese Menschen keine Verantwortung? Und Herr Burger, eine Lernfrage. Können schutzbedürftige AfghanInnen außerhalb des Landes ihre Gefährdungsanzeige oder ihren Visumsantrag oder stellen oder auf die Liste kommen? Und quasi in den deutschen Botschaften der Nachbarländer gerettet werden? Ich glaube, über die Gruppe von Afghanen und Afghaninnen, die wir versuchen wollen, aus dem Land zu holen und zu sichern und zu schützen, ist hier jetzt schon viel gesprochen worden. Es ist übrigens auch immer gesagt worden, dass wir über die Ortskräfte hinaus auch versuchen wollen, Personen aus der Zivilgesellschaft, die sich menschenrechtlich, frauenrechtlich oder für Demokratiebestrebungen eingesetzt haben und die jetzt deswegen gefährdet sind, auch aus dem Lande zu holen. Und das ist ja in einzelnen Fällen oder in einer ganzen Reihe von Fällen auch schon durch uns oder andere internationale Truppen am Flughafen von Kabul gelungen. Also ich kann da auch ergänzen vielleicht noch. Am letzten Freitag habe ich ja das Beispiel des Baba Medien Centers genannt. Hier handelt es sich ja um mittelbar Beschäftigte. Und insofern können Sie sehen, dass hier einzelfallbezogen und je nach Exponiertheit der Menschen gegenüber den Taliban hier eine Erweiterung des in Frage kommenden Personenkreises durchaus schon stattfindet. Ja, das kann ich auch noch mal für andere Ressorts bestätigen. Vergleichbare Fälle gibt es auch bei anderen Ressorts. Aber es geht doch darum, dass das BMI immer wieder betont, dass das nicht für alle indirekten Ortskräfte gilt, die halt nicht direkt bei Ihnen angestellt waren. Warum ändern Sie das nicht? Herr Seibert hat gerade von allen Ortskräften gesprochen. Das sind Ortskräfte, die halt nur keinen direkten Vertrag mit Ihnen haben. Und da, das scheint ja jetzt eher nach Gutsherrenart zu gehen. Stellen Sie noch eine Nachfrage zu Ihren, wie auch eigentlich Herr Seibert, anders vereinbart, insgesamt drei Fragen. Darum wollte ich daran erinnern. Vielleicht können Sie sie noch mal konkret da fassen, einfach. Dass es dabei bleibt, dass es generell keine Evakuierungspläne für die Menschen gibt und weiterhin geben soll, die keinen direkten Vertrag mit den deutschen Institutionen haben. War das eine Frage? Ist korrekt, Herr Alter? Sie haben es? Nee, Sie haben es nicht. Sorry. Jetzt habe ich es, ja. Also Herr Jung, ich glaube, es ist in den letzten Wochen hier bei jeder Veranstaltung deutlich geworden, dass es einerseits das Ortskräfteverfahren gibt, das seit vielen Jahren existiert und das sich auf diejenigen bezieht, im Grundsatz, die unmittelbar für ein deutsches Ressort gearbeitet haben.
Und gleichzeitig haben wir eine Situation in Afghanistan, bei der alle Ministerinnen und Minister, die zu diesem Thema gesprochen haben, deutlich gemacht haben, es geht eben nicht nur um diese. Es geht darum, dass wir diejenigen aus Afghanistan retten, die einer Gefährdung unterliegen. Und das bezieht sich nicht nur auf Ortskräfte, sondern wie Herr Seibert das eben schon deutlich gemacht hat, auch auf Menschen darüber hinaus. Und das ist das Prinzip, was jetzt zur Anwendung kommt. Und deswegen hilft es uns nicht weiter, wenn wir über Pauschalitäten reden, sondern es geht jetzt darum, diejenigen, die gefährdet sind, diejenigen, die Schutz suchen, auch in einem pragmatischen Verfahren auszufliegen. Das findet statt. Herr Jung, Sie haben gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, auch in den Nachbarländern oder in anderen Ländern Visa zu beantragen für Personen aus dem Ortskräfteverfahren. Das ist eine Gruppe, die wir sehr genau im Blick haben. Und just diese Problematik, dass es möglicherweise in der jetzigen Situation für Menschen besser möglich ist, über die Landgrenzen in ein Nachbarland zu kommen, als nach Kabul zu kommen. Das haben wir im Blick und dafür wird es Lösungen geben. Ich kann Ihnen von Einzelfällen sagen, wo das schon jetzt passiert ist, aber wir bemühen uns um Lösungen für diese Gruppe insgesamt. Herr Blank, das war eine Nachfrage genau dazu. Ja, es passt genau in das Thema von Herrn Alter. Und zwar hat der Fokus gemeldet, dass am Wochenende die Bundespolizei, ich glaube, es waren 3 Männer aufgegriffen hat, die mal abgeschoben worden sind nach Afghanistan und nun die Gelegenheit genutzt haben, wieder nach Deutschland zurückzukommen per Evakuierungsflug. Können Sie den Fall oder die Fälle bestätigen und haben Sie noch weitere solche Fälle? Also ich bestätige hier keine Einzelfälle. Im Übrigen weiß ich auch nicht, auf welchen Fall sich eine Berichterstattung hier konkret beziehen soll. Deswegen ist das eine etwas schwierige Situation, aber also in Bezug auf die Bestätigung eines Falls. Ich kann Ihnen aber natürlich sagen, dass der Bundesinnenminister ja in der vergangenen Woche deutlich gemacht hat, dass das pragmatische Verfahren eben beinhaltet, dass die Sicherheitsüberprüfung nach polizeilichen Erkenntnissen zu einer Person eben erst in Deutschland stattfindet. Das heißt also, wir gehen im Moment im Prinzip so vor, dass Listen angefertigt werden mit Personen, die aus Kabul ausgeflogen werden, die Personen, die dann in Deutschland ankommen. Bei denen wird die Sicherheitsüberprüfung am Flughafen durchgeführt. Das ist etwas, was bewusst entschieden wurde, dass wir eben diese Überprüfung nicht mehr vor Ort machen, sondern nach Ankunft in Deutschland. Und dann kann es auch vorkommen, dass am Flughafen in Frankfurt oder sonst wo in Deutschland festgestellt wird, dass eine Information zu einer Person vorliegt. Das ist etwas, was in diesem Verfahren immanent ist. Mit dem gehen wir um. Aber das Entscheidende ist ja, dass die Sicherheitsbehörden, in erster Linie die Bundespolizei, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle genau das feststellt. Und wenn es das feststellt, dann gibt es auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das heißt also, das Verfahren hat gewisse Konsequenzen, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Aber meine Frage war ja nicht nach dem Einzelfall des Herrn XY, sondern genau nach dem, was Sie jetzt hier beschrieben haben. Hat denn die Bundespolizei bei der Einreise bereits Menschen festgestellt, die früher mal ausgeflogen worden und abgeschoben worden waren? Das können Sie ja sagen. Ja, wir haben schon 10 Fälle festgestellt und mit den 3.000 irgendwas. Es gibt jedenfalls Fälle, bei denen am Flughafen festgestellt wurde, dass bereits polizeiliche Erkenntnisse vorliegen. Und wie viele Fälle? In welcher Größenordnung? Weil genau das. Die Zahlen habe ich jetzt nicht parat, müsste ich dann nachliefern. Das prüfe ich gern. Der nächste auf der Liste ist Herr Rinke. Ich würde ganz gerne da nachfragen, Herr Alter. Sie haben eben gesagt, das hätte auch Konsequenzen. Wie sehen die denn jetzt unabhängig vom Einzelfall aus? Also wenn jemand als Straftäter abgeschoben wurde, kommt wieder zurück nach Deutschland, kann aber jetzt nicht mehr abgeschoben werden. Was passiert mit dem? Der kann ja nicht verhaftet werden und ins Gefängnis gesteckt werden oder was passiert? Also was sind die Konsequenzen, die Sie eben angedeutet haben? Also zunächst einmal ist auch das ja kein völlig neues Szenario, dass Menschen nach Deutschland kommen, die schon einmal abgeschoben worden sind. Das passiert auch ohne ein Ortskräfteverfahren immer wieder mal. Das sind die sogenannten, also im Asylgeschehen sind das die sogenannten Asylfolgeanträge. Das sind ja alles Menschen, die schon mal in Deutschland waren, deren Verfahren schon einmal durchlaufen ist und die dann gegebenenfalls nach einer Rückführung erneut nach Deutschland gekommen sind. Das heißt also jetzt über dieses Verfahren solche Menschen hier nach Deutschland zu holen, ist nichts, womit die Behörden in Deutschland nicht umgehen können.
Und dann ist es vom Einzelfall abhängig. Also wenn es eine Person ist, die mal straffällig gewesen ist in Deutschland, aber wie Sie schon sagen, eben keine Begründung für eine Haft oder Ähnliches vorliegt, dann geht diese Person ganz normal ins ausländerrechtliche Verfahren, in die Zuständigkeit der jeweiligen Ausländerbehörde. Im Falle eines Asylgesuchs wird ein erneutes Asylverfahren betrieben und dann wird entschieden. Und wie Sie wissen, wird im Moment niemand nach Afghanistan abgeschoben. Mal ein Zwischenstand. Ich habe jetzt hier im Saal zum Thema Afghanistan noch Fragen von Herrn Jessen, Herrn Lücking und Herrn Haug auf der Liste und online auch noch mehrere und würde davon jetzt noch mal zwei Fragen nehmen von Christian Vollrath von der Jungen Freiheit, der zwei Fragen eingereicht hat. Die erste, da freikundigt er sich nach dem Frauenanteil unter den derzeit am Flughafen Kabul eingesetzten BundeswehrsoldatInnen. Und die zweite Frage von ihm ist, welche Erkenntnisse es darüber gibt, wie die Taliban in den verschiedenen Distrikten in Afghanistan mit denjenigen umgegangen sind, die für die vorherige Regierung oder als Ortskräfte für staatliche Stellen aus dem Ausland, Organisationen oder Ähnliches gearbeitet haben. Sind ihnen Fälle von Racheakten, gewaltsamen Vorgehen oder gar Tötungen gesichert bekannt und in welchem Umfang? Das sind die beiden Fragen. Die erste wahrscheinlich ans Verteidigungsministerium. Diese müsste ich nachreichen. Die Quote genau der Frauen in den Evakuierungskräften ist mir nicht bekannt. Grundsätzlich haben wir eine Quote beim deutschen Heer, die könnte ich nennen, aber die andere Quote muss ich nachreichen. Ich kann zu möglichen Übergriffen von Taliban gegen ehemalige Regierungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Afghanistan im Moment noch kein umfassendes Lagebild darstellen. Es gibt sehr diffuse Berichte einerseits aus Städten, wo noch nicht von systematischen Übergriffen die Rede ist. Andererseits gibt es auch durchaus Berichte von sehr ernstzunehmenden Menschenrechtsverletzungen in Gebieten, die in den letzten Wochen unter die Kontrolle der Taliban geraten sind. Ich kann derzeit noch kein konsolidiertes Lagebild dazu hier abgeben. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jessen. Ist das BMZ anwesend? Nein. Ja, doch. Oh, sorry. Dann vielleicht tauschen Sie am besten mit Wirtschaft, wenn das möglich ist. Die GIZ, also die wichtigste Durchführungsorganisation Ihres Hauses, hat Ortskräften angeboten, wenn sie auf Evakuierung verzichten und im Land bleiben, würden sie zum einen ein Jahresgehalt garantiert kriegen, egal ob eine Arbeit dann zustande kommt oder nicht. Und sie hat darüber hinaus Ortskräften, die dies dann auch noch in Form eines schriftlichen Vertrages mit der GIZ zusichern, dass sie nicht nach Deutschland evakuiert, sondern bleiben wollen. Die bekommen ein weiteres Jahresgehalt. Was ist der Grund für diese doppelte Bleibeprämie? Ja, vielen Dank für Ihre Frage, die mir auch die Gelegenheit gibt, hier ein paar Sachen richtig zu stellen. Das, was Sie als Bleibeprämie bezeichnen, was in Medien zum Teil als Bleibeprämie bezeichnet wird, dabei handelt es sich um ein Hilfsangebot, das wir den afghanischen Ortskräften machen wollen, vor die Wahl gestellt, diesen Menschen, also den Ortskräften, die freiwillig im Land bleiben wollen, zu helfen oder nicht, haben wir uns für eine unbürokratische Hilfe entschieden. Wer diese Hilfe in Anspruch nehmen will und im Land bleibt, muss aus rechtlichen Gründen dafür ein Dokument unterschreiben. Das ist eben ein Hilfsangebot für Menschen, die aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel für die Pflege kranker Familienangehöriger oder auch weil die Sicherheitslage in ihrer jeweiligen Region stabil ist, freiwillig in Afghanistan bleiben wollen. Das ist der Hintergrund dafür. Das beantwortet aber nicht die Frage, warum es zwei Arten von Bleibeprämien gibt, ausweislich des Textes, den die GIZ verschickt hat, nämlich zum einen diejenigen, die jetzt einfach mal da bleiben und gern weiter
arbeiten wollen für die GEZ, denen wird ein Jahresgehalt garantiert. Und dann sagt der Text, für diejenigen, die dieses dann in einem schriftlichen Vertrag mit der GEZ bekräftigen, die bekommen ein zweites Jahresgehalt. Das sind zwei verschiedene Bleibeprämien. Für mich deckt sich das nicht mit dem, was Sie eben gesagt haben. Das würden wir noch mal prüfen und gegebenenfalls nachreichen. Herr Jung, zu diesem Aspekt. Können andere Ministerien berichten, dass sie ihren Ortskräften auch ähnliche Angebote unterbreiten, also vielleicht ans AA, ans BMI, Verteidigungsministerium, wird dort den Leuten Geld angeboten, damit sie nicht fliehen und das Hilfsangebot der Bundesregierung annehmen? Also ich kann gerne beginnen. Bei uns ist es allgemeine Vertragspraxis, dass Menschen für ihre Vertragszeit, die sie kontinuierlich Dienst für die Bundeswehr versehen haben, eine Prämie bekommen, aber unabhängig von der Bleibesituation. Das war schon immer Teil der Vertragsgestaltung. Je nachdem, wie lange man durchgängig Dienst für die Bundeswehr geleistet hat, hat man am Ende dann eine Prämie erhalten. Das ist aber unabhängig vom dem Verbleib im Land. Ich kann Ihnen von solchen Plänen für das Auswärtige Amt nicht berichten. Und das BMI? Ja, für das BMI ist es analog beim BMVG. Zu Vertragsende hat die jeweilige Ortskraft eine Abfindung erhalten. Davon haben ja im Übrigen auch mehr als 4.000 Menschen ihre Ausreise nach Deutschland bezahlt. Das ist aber nichts, was in irgendeiner Weise mit einer Bedingung versehen ist. Zu dem Thema fragt noch Mai Dudin vom EPD, auch das BMZ. Können Sie die rechtlichen Gründe für die verlangte Unterschrift näher erläutern? Es geht hier einfach um eine Rechtsgrundlage für die Auszahlung. Herr Haug dazu. Das ist das falsche Mikro. Das ist das Richtige. Genau, meine Frage ging auch in die Richtung dieser Prämie. Haben Sie denn überhaupt Zahlen, wie viele Menschen das in Anspruch nehmen? Ich glaube, ursprünglich waren es mal 1.100 Ortskräfte, die im Entwicklungsbereich tätig waren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie viel davon würden jetzt diese Prämie annehmen? Haben Sie da schon in irgendeiner Form eine Rückmeldung oder über was sprechen wir hier überhaupt? Da liegen uns jetzt aktuell noch keine Zahlen vor, würden wir eventuell nachreichen. Weitere Fragen zu dem Aspekt? Eine letzte von Herrn Jessen. Lernfrage, gilt dieses Angebot auch für Menschen, die nicht nur in den letzten 2 Jahren, sondern auch davor als Ortskräfte beschäftigt werden? Oder ist es fokussiert und konzentriert auf die 2 Jahre? Auch den Punkt würden wir nachreichen. Dann haben wir im Saal noch mal eine Frage von Herrn Lücking. Sie sind dran, Sie können sprechen. Ach so, nee, das ist das hinter Ihnen, was leuchtet. Falsch gesehen, sorry. Ja, weil das Stichwort Bavar Media Center fiel an das Verteidigungsministerium. Meines Wissensstandes nach müssten Ihnen die Daten dieser betroffenen Personen bereits mehrere Wochen vorliegen. Mein aktueller Stand ist, dass von diesen Personen noch niemand kontaktiert worden ist und mindestens ein Fall, dazu habe ich am Wochenende an den Pressesprechereinsatz Führungskommando Positionsdaten, Telefondaten und ein vereinbartes Aufnahmezeichen übermittelt. Können Sie darlegen, wie der Kontakt zu den betroffenen Personen, die ja jetzt anspruchsberechtigt sind, ist und was das Verteidigungsministerium tut, um einen Kontakt herzustellen? Ich habe hier schon ausgeführt und auch andere Sprecher aus dem Verteidigungsministerium, dass wir sehr große Anstrengungen unternehmen, um in Kontakt zu den Kräften zu kommen. Unter anderem hat das Einsatzführungskommando ein Callcenter eingerichtet, wo all diese Listen, und ich bestätige, dass alle Namen, die dort eingehen, auch aufgenommen werden und versucht wird, Verbindung aufzunehmen, angerufen werden sollen. Die Lage in Afghanistan ist schwierig. Es gibt zum Teil einen Ausfall der Funknetze vor Ort. Deswegen kann es sein, dass auch technisch bedingt vor Ort nicht alle erreicht werden können. Aber ich kann Ihnen versichern, dass alle alles daran setzen, um in Kontakt zu diesen Kräften zu kommen und dann die mögliche Unterstützung zu leisten. Nachfrage.
dazu, zivile Organisationen sind in der Lage, mit diesen Menschen zu telefonieren auf afghanische Telefonnummern. Warum gelingt es dann dem Verteidigungsministerium nicht, diese Personen, die ich konkret meine, ist uns wahrscheinlich beiden geläufig, über wen wir da reden, da erfolgte bislang keine telefonische Kontaktaufnahme und via E-Mail wurde auch vom Auswärtigen Amt zurückgewiesen, dass da eine Anspruchsberechtigung da ist, wahrscheinlich vor dieser Entscheidung. Ich kann den Einzelfall jetzt nicht kommentieren, kann Sie nur bitten, weiterhin sich auch darum zu bemühen, diese Daten dann dem Einsatzführungskommando zur Verfügung zu stellen. Ich bin sicher, dass die Daten dort benutzt werden. Ich habe noch mal Fragen von Kollegen, die online eingegangen sind. Zum einen Kai Küstner bittet noch mal das Verteidigungsministerium zum Thema Hubschrauber um eine Erläuterung. Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit die zwei Hubschrauber zum Einsatz kommen können? Ist ein Einsatz derzeit so gefährlich, ist die Frage. Sehr gerne. Also zum einen das Mandat, das haben wir ja schon ausgeführt, ist nicht der begrenzende Faktor. Das Mandat erstreckt sich auf das gesamte Staatsgebiet von Afghanistan. Faktoren sind die Luftsicherheit, die gegeben sein muss, und die Gefährdung natürlich, die sich aus einem Flug in das Umland von Kabul ergeben. Und es muss abgewogen werden, ob nicht andere Möglichkeiten leichter und besser und sicherer zur Verfügung stehen, um zu Evakuierende an einem bestimmten Ort abzuholen. Das sind die Rahmenbedingungen. Es ist immer eine Abwägung des Führenden vor Ort, das ist jetzt der General Ahlt, dem dieses Mittel zur Verfügung steht. Und nur er hat das Lagebild vor Ort und steht in Kontakt mit den Amerikanern, die für die Luftsicherheit verantwortlich sind, das Lagebild, das Luftlagebild haben, um die Freigabe dafür zu erteilen. Und es muss dann immer noch, selbst wenn es eine Möglichkeit mit Hubschraubern gibt, abgewogen werden, ob das in dem Einzelfall dann die beste Möglichkeit ist. Im Moment kann ich nur die Zahlen noch mal aktualisieren, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. 2.725 Menschen haben wir inzwischen evakuiert, davon 1.787 Afghanen, 282 Deutsche, alle anderen, also 656, stammen aus anderen internationalen Staaten, insgesamt 43 Nationen sind hier zu verzeichnen. Alle bisher, und vielleicht hat der eine oder die andere das auch im Interview der Ministerin heute schon gesehen, wurden sozusagen, also der Anteil, der hier aus der Evakuierungsoperation zu verzeichnen ist, wurden auf dem Landweg bisher zu den Flugzeugen gebracht. Und dann gibt es noch zwei Fragen von Kollegen US-amerikanischer Medien, die ich mal zusammenfasse, weil sie beide das Stichwort Rammstein enthalten. William Gloucroft von der Washington Post fragt, wie viele Afghanen werden dorthin eingeflogen und noch dort betreut? Ist die Ausstattung vor Ort, wie zum Beispiel Essen, Toiletten, ausreichend? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage von Melissa Eddy von der New York Times. Sie fragt, ob Afghaninnen, die der US-Airbase in Rammstein erreichen, das Recht darauf haben, einen Asylantrag in Deutschland zu stellen. Und wenn nicht, gibt es eine Regelung, wie lange sie sich dort aufhalten dürfen? Ja, also Gegenstand der Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten zur Nutzung von Rammstein als Drehkreuz für die amerikanische Evakuierungsoperation aus Afghanistan ist, dass Rammstein genutzt werden darf für den Transfer von Personen, die die USA in die USA verbringen möchten. Insofern würde ich zunächst mal zu dem ersten Fragenkomplex, wo es um die Bedingungen vor Ort auf der Rammstein Airbase geht und auch um die Zahl der Personen bzw. die Aufschlüsselung, ob es sich da um afghanische oder amerikanische oder andere Staatsangehörige handelt, zunächst mal an die US-Stellen verweisen, denn das ist eine Operation, die in deren Zuständigkeit stattfindet. Die Vereinbarung mit den USA sieht vor, dass die Menschen, wie gesagt, dort für den Transfer in die USA bleiben dürfen. Ziel ist, dass sie in die USA einreisen. Dort, wo dem Hindernisse entgegenstehen, ist vereinbart, dass sie in Drittstaaten weiterreisen. Gibt es zum Thema Afghanistan, ich schaue noch mal in den Saal. Ich könnte sonst noch eine Zahl nachliefern. Es wurde nach den Frauen gefragt. Unter den Evakuierungskräften befinden sich 9 Frauen.
Es handelt sich hier um Kampftruppe und das ist so zu verzeichnen, dass der Bewerbungsanteil bei der Kampftruppe unter Frauen eher gering ist. Aber hier bei den Evakuierungskräften sind 9 Frauen dabei. Und haben Sie vielleicht auch die Zahl der Männer? Dann könnte der Kollege vielleicht den Anteil errechnen. Ich kann das kurz überschlägig machen. 3%. 3%, okay. Danke. Herr Jung dazu? Nicht direkt dazu, aber können Sie vielleicht noch mal sagen, wie viele deutsche Staatsangehörige jetzt noch in Afghanistan bzw. in Kabul verblieben sind? Neben den Bundeswehrsoldaten und so. Ich kann Ihnen dazu keine präzise Zahl liefern. Warum das so schwierig ist, festzustellen, wie viele Deutsche sich in einem bestimmten Land im Ausland aufhalten, habe ich hier in den vergangenen Regierungspressekonferenzen immer wieder ausgeführt. Es gibt keine Registrierungspflicht für Deutsche im Ausland und in einer Krisensituation ist es häufig so, dass sich zu den Menschen, die vorher auf den Gedanken gekommen sind, sich bei der deutschen Botschaft zu registrieren, sich auf eine deutsche Liste setzen zu lassen, dann in einer Krisensituation dann plötzlich sehr viele Menschen zusätzlich sich melden. Genauso gibt es keine Pflicht für Leute, die erfolgreich das Land schon verlassen haben, zum Beispiel, weil sie über die Evakuierungsaktion eines anderen Landes, dessen Staatsbürger sie auch sind, das Land verlassen konnten, uns das mitzuteilen, sodass wir auch keine präzisen Angaben darüber haben, wie viele Menschen das Land schon erfolgreich verlassen konnten. Wir gehen, das ist eine Schätzung, im Moment von einer Zahl von, ja, von einer niedrigen dreistelligen Zahl von deutschen Staatsangehörigen nach wie vor in Afghanistan aus. Wenn ich eines sagen darf, da ich gerade lese, dass ein weiteres Flugzeug der Bundeswehr sicher in Taschkent gelandet ist mit 198 Schutzbedürftigen an Bord. Das bringt die Zahl der ausgeflogenen Menschen, durch die Bundeswehr ausgeflogenen Menschen, jetzt auf nahezu 3.000. Ich will das einfach noch mal zum Anlass nehmen, um im Namen der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung allen, die an diesem Einsatz beteiligt sind, sei es in Kabul, sei es in Taschkent, sei es hier in Deutschland, wo Planung betrieben wird, seien sie Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes oder des Verteidigungsministeriums, wirklich tief empfundenen Dank auszudrücken für eine fabelhafte Arbeit, die Sie dort machen, unter schwierigsten, gefährlichen und auch seelisch belastenden Bedingungen. Und ich würde gerne ergänzen, dass mit Stand heute Morgen um 10 schon 1.869 afghanische Staatsangehörige in Deutschland eingereist sind. Dann, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Herr Blank noch mal eine Frage. Ganz kurz nur an Herrn Seibert. Wenn es besondere Ergebnisse der Krisenstabssitzung von gestern Abend mit der Kanzlerin und Herrn Scholz gegeben hätte, hätten Sie uns das bestimmt gesagt. Und an Herrn Burger, der letzte Stand der beiden, die durch Schüsse verletzt wurden in Kabul, ist der bekannt? Sind die ausgeflogen mittlerweile? Möglicherweise haben Sie es am Wochenende mitgeteilt, weiß ich nicht. Das müsste ich Ihnen nachliefern, das habe ich nicht präsent. Danke. Wie es denn geht, Hand? Sie sind auf dem neuesten und besten Stand. Herr Rinke, noch mal zu Afghanistan. Ja, eine kurze Nachfrage zu den Zahlen, die Herr Alter gerade genannt hat. Diese Zahl von 1.896 afghanischen Staatsangehörigen, das bezieht sich jetzt nur auf die Evakuierung, weil ich die jetzt nicht ganz zusammenbekomme zu den Zahlen, die Sie, Herr Kollatz, vorhin genannt hatten mit 1.778. Ja, gerne nochmal bei mir zur Präzisierung. Das sind alle, die auch vor der Situation, die wir jetzt haben, bereits nach Deutschland gekommen sind, die ich genannt habe. Das waren 1.778. Ja, ich beziehe, also meine Zahl bezieht sich auf den Zeitraum seit dem 17. August. Und wieso ist Ihre Zahl dann höher, obwohl der Zeitraum... Also es sind wahrscheinlich sehr viele Zahlen im Umlauf. Bei uns bezieht sich es auf die Ortskräfte der Bundeswehr. Und die Zahl des BMI bezieht sich nur auf die Evakuierungsflüge. Damit sind die Zahlen jetzt klar. Dann habe ich jetzt wirklich für eine allerletzte Frage Herrn Blank, weil ich auch noch zwei Fragen zu außenpolitischen Themen habe und damit es dann heute auch gern bewenden lassen würde, weil wir uns der Stunde jetzt nähern. Also Herr Blank. Ja, geht an Herrn Alter wieder, wenn das Ministerium gerade schon diese Zahlen nachgeliefert hat. Vielleicht hat das Ministerium ja auch schon herausgefunden, wie viele Sie denn darunter festgestellt haben, die tatsächlich schon mal ausgewiesen oder abgeschoben worden sind. Ich habe jetzt noch keine konkrete Zahl zu diesen jeweiligen Fällen. Ich weiß nur, dass in diesem Verfahren auch im Rahmen der Evakuierungsflüge
eine niedrige einstellige Zahl an Personen festgestellt wurde, bei denen bereits in Deutschland Erkenntnisse vorlagen. Näher kann ich das im Moment nicht präzisieren. Und hier in Deutschland festgestellt? In Deutschland, ja. Okay. Also die waren nicht schon überprüft worden dort, sondern dann? Nein, das ist sozusagen dieses Verfahren, das wir jetzt im Rahmen der Evakuierung anwenden. Also im Rahmen der Grenzkontrolle wird die Sicherheitsüberprüfung gemacht und dann wird festgestellt, dass die Person bereits bekannt ist. Bislang weniger als 10. Dann würde ich gerne beim Thema Afghanistan für heute, bestimmt nicht für Mittwoch, schon mal einen Schlussstrich machen. Am Mittwoch gibt es die nächste Fragemöglichkeit spätestens. Und Herr Mehrkamp noch mal die Gelegenheit geben, zu einem anderen Thema zu fragen. Kurze Frage an Herrn Seibert. Können Sie bestätigen, dass in dieser Woche ein Besuch des südafrikanischen Präsidenten ansteht? Ich kann bestätigen, dass in dieser Woche, und ich denke, das ist am Freitag auch angekündigt worden, zum Thema Compact with Africa ein Treffen ansteht. Südafrika ist eines der Compact with Africa Länder, aber ich kann Ihnen jetzt aus dem Hut leider nicht sagen, weil es sind einzelne Staatspräsidenten hier, einzelne werden, das ist eine hybride Veranstaltung, zugeschaltet. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber das werden wir Ihnen ganz schnell nachreichen. Und dann gibt es eine Frage von Wladimir Esipov, Deutsche Welle. Er fragt zum Thema Russland und Pressefreiheit das Auswärtige Amt. Wie bewertet die Bundesregierung die Einstufung des größten unabhängigen TV-Senders DOSCHT zum in Anführungsstrichen ausländischen Agenten? Und er fragt dann auch noch Herrn Seibert, wurde der Fall während des Besuchs der Kanzlerin in Moskau thematisiert? Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir die zunehmenden Repressionen und Verbote gegen Vertreter der Zivilgesellschaft und der Medien im Vorfeld der Duma-Wahlen mit großer Sorge beobachten und gerade auch die Listung des unabhängigen Senders DOSCHT und mehrerer investigativer Journalistinnen und Journalisten und ihrer Plattform iStories als ausländische Agenten schränken diese in ihrer unabhängigen und wichtigen Arbeit ein. Ja, die Bundesregierung bedauert wirklich dieses Vorgehen der russischen Behörden und die Konsequenzen, die sich daraus für die Mitarbeiter des Internetfernsehsenders DOSCHT ergeben, auch für andere unabhängige Medien, die ja ebenfalls gelistet wurden. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass in Russland es immer schwieriger wird, von der offiziellen Linie abweichende Informationen oder Meinungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Bundeskanzlerin hat mit dem russischen Präsidenten, wie Sie wissen, über den Fall Nawalny und grundsätzliche bürgerrechtliche Fragen gesprochen, aber nicht konkret über den Fall DOSCHT. Die Listung ist ja am Tag des Besuchs erfolgt. Also das war nicht, dieser individuelle Fall war nicht Gesprächsthema. Das grundlegende Frage der Freiheiten war ein Gesprächsthema. Und ich bekomme jetzt die Mitteilung, dass der südafrikanische Präsident Ramaphosa unter denen sein wird, die hier in Berlin erwartet werden. Und dann kann ich vielleicht eine Sache noch, dann haben wir es wirklich alles korrekt. Ich habe vorhin gesagt, dass 90% der Intensivpatienten Ungeimpfte sind. Jetzt weisen mich meine wunderbaren Mitarbeiter darauf hin, dass laut RKI-Wochenbericht diese 90% sich auf Hospitalisierungen beziehen, dass die Zahl der Ungeimpften der Anteil der Ungeimpften bei den Intensivpatienten sogar 94% beträgt. Danke dafür. Dann würde ich gern an dieser Stelle die Regierungspressekonferenz für heute beenden.